Herzlich willkommen beim Video Rechtliche Aspekte der OER-Erstellung. In diesem Video erhalten Sie einen Einblick in die rechtlichen Aspekte bei der Erstellung freier Bildungsmaterialien. Sie können damit Ihre Kenntnisse in der OER-Erstellung fördern. Open Educational Resources basieren nicht im rechtsfreien Raum und unterliegen ebenfalls einmal dem österreichischen Urheberrecht, wenn sie in Österreich erstellt werden, sonst einem anderen Urheberrecht. Wie erstellt man aber jetzt Open Education Resources? Das erste ist einmal, Sie möchten Open Education Resources selbst erstellen. Da bietet es sich an, bevor Sie selbst eine Lizenz basteln oder die irgendwo abschreiben, eine standardisierte Lizenz zu wählen, beispielsweise Creative Commons. Creative Commons hat hier den Vorteil, dass Sie in der Lehrcommunity sehr akzeptiert sind, breite Verwendung finden und dass es auf der Website von Creative Commons auch einen eigenen Lizenzgenerator gibt. Das bedeutet, es wird dort abgefragt, was möchten Sie mit dem von Ihnen erstellten Werk, Sie sind ja dann Urheber oder Urheberin, was möchten Sie damit machen, und dementsprechend wählen Sie dann die für Sie passende Lizenz dafür aus. Sie können jetzt natürlich für Ihr Werk, das Sie dann unter eine Open Education Resources Lizenz gewissermaßen stellen wollen, also besser gesagt eine freie Lizenz wie im Creative Commons, können Sie entweder alle Bestandteile, beispielsweise alle Folien für eine Präsentation, alle Kapitel für ein Buch selbst erstellen. Sie können aber natürlich auch bereits bestehende Werke, die ebenfalls unter einer freien Lizenz sind, entsprechend mit einbauen. Man nennt es oft Remixen, also bearbeiten, verarbeiten. Hier bietet es sich ebenfalls an, dass Sie bei Creative Commons oder zumindest bei ähnlich offenen Lizenzen bleiben, weil natürlich insbesondere Werke, die alle unter Creative Commons gestellt worden sind, sehr leicht zu remixen sind. Passen Sie aber auf, wenn Sie verschiedene Lizenzarten, es gibt ja mehrere bei Creative Commons, verwenden, dass Sie hier wirklich darauf achten, welche Lizenz ist gewissermaßen die strengste Lizenz, also hat die meisten Verpflichtungen, dass Sie diese Verpflichtungen nicht ignorieren dürfen. Das bedeutet, Sie dürfen Ihr eigenes Werk nicht unter eine neue Creative Commons Lizenz stellen, die sozusagen dem Nutzer mehr Rechte einräumen würde, wie die von Ihnen verwendeten Lizenzen Ihnen selbst einräumen würden. Also hätten Sie beispielsweise eine CC BY SA, also eine Share-Alike-Lizenz, dann ist eben Share-Alike, dass dieses Werk zwar verarbeitet werden darf, aber eben nur unter dieser Lizenz. Das heißt, Sie können diese Lizenz nicht einschränken, natürlich auch nicht erweitern, sondern Sie müssen diese Lizenz belassen. Hätten Sie also zum Beispiel zwei Werke, wo das eine CC BY wäre, also nur Namensnenner, und das andere CC BY SA, und Sie verwenden beide Lizenzen oder beide Werke in Ihrem eigenen Werk, dann muss die Endlizenz für Ihr Werk CC BY SA lauten. Ganz relevant bei der Verwendung von Creative Commons ist auch die Zitation. Wir reden hier nicht vom Zitat im urheberrechtlichen Sinn, Paragraph 42f Urheberrechtsgesetz, dazu in einem anderen Video entsprechend mehr, sondern wir reden von der Quellenangabe, wie das von Creative Commons Lizenzen, also CC BY, durch das BY ausgedrückt, verlangt wird. Hier, wenn Sie der Urheber, die Urheberin sind, können Sie sich einen Namen aussuchen, Sie können den eigenen Namen verwenden, Sie können auch ein Pseudonym verwenden, wo Sie darunter zitiert werden möchten. Ganz wichtig, wenn Sie mehr Personen sind, also Sie sind ein Team, müssen entweder alle Namen der Reihe nach genannt werden oder Sie machen sich einen Teamnamen aus, unter dem Sie entsprechend dann genannt werden möchten. Das heißt, wir haben dann immer CC BY, Name oder Bezeichnung, und zusätzlich ist es noch notwendig, den Link zur jeweiligen Lizenz anzugeben. Diese jeweilige Lizenz finden Sie auf der Webseite von Creative Commons. Das bedeutet zum Beispiel CC BY Michael Lanzinger, sinnvollerweise noch die Version der Lizenz angeben, das ist derzeit 4.0, und dann darunter den Link setzen. Bei digitalen Medien können Sie es auch so machen, dass Sie den Link sozusagen unterlegen, also dass Sie bei dem CC BY, zum Beispiel Michael Lanzinger 4.0, dann einfach das darunter schreiben, und das reicht schon. Achten Sie auch darauf, wenn Sie Werke remixen, also wenn Sie fremde Werke verwenden, die auch unter einer Creative Commons Lizenz stehen, dass Sie auch hier die jeweiligen Quellen angeben. Insbesondere, wenn Sie Werke remixen, ist es natürlich auch notwendig, den Titel oder den Namen des jeweiligen Werkes, das Sie verwenden, anzugeben. Gleichzeitig können Sie es so machen, wenn Sie selbst etwas erstellen, dass Sie den Titel von vornherein definieren, beziehungsweise überhaupt
wie man das ja manchmal aus Büchern kennt, einen Zitiervorschlag einbauen, dass sich Personen, die ihr Werk remixen wollen, dann leichter tun, sozusagen mit der richtigen Lizenzangabe. Ganz wichtig noch, eine andere Sache, Creative Commons sind sehr beliebt und sehr weitgehend verwendbar, aber Creative Commons, also die Creative Commons Org, sagt selbst, dass Creative Commons nicht für alles möglich ist. Also für die von uns klassisch verwendeten Dinge, Bild, Text und so weiter, ist es natürlich möglich, kann ich diese Lizenzen verwenden, aber insbesondere bei Software sagt Creative Commons selbst, dass es ein Stopp, hier bitte eine andere Lizenz suchen. Da bieten sich andere offene Lizenzmodelle, die im IT-Bereich sogar oft viel weiterentwickelt sind, wie im allgemeinen Lehr- und Lernbereich an. Das ist zum Beispiel die GNU General Public License. Zweite Problemstellung, Sie möchten Open Educational Resources verwenden. Das ist natürlich etwas einfacher, wie wenn Sie Open Educational Resources kreieren möchten, aber trotzdem ist etwas an rechtlicher Überlegung damit verbunden. Das erste ist einmal, Sie suchen Materialien und das zweite ist, fast genauso wichtig, Sie legen fest, was Sie mit diesen Materialien machen möchten. Möchten Sie sie nur verwenden? Ja, dann reicht vielleicht sogar eine freie Werknutzung nach dem Urheberrechtsgesetz. Möchten Sie sie aber be- oder verarbeiten, dann ist eine freie Lizenz sinnvoll. Das bedeutet, Sie schauen zuerst, welche Materialien benötigen Sie, dann was möchten Sie mit den Materialien eigentlich konkret machen und dann, was sind die passenden Lizenzen dazu. Weil wenn Sie beispielsweise ein Werk verarbeiten möchten und dann unter eine andere freie Lizenz stellen möchten, na, dann geht CC BY Share Alike schon nicht. Und sobald Sie also das entschieden haben, haben Sie die Möglichkeit, dass Sie entsprechend gutes Material finden. Es gibt hier jetzt auch schon einige Suchmaschinen dafür, nicht zuletzt direkt auf creativecommons.org und der freien Werknutzung in diesem Zusammenhang, also wegen der freien Lizenz, steht gewissermaßen nichts mehr im Weg. Zum Abschluss wiederhole ich für Sie noch einmal die wichtigsten Inhalte dieses Videos. Halten Sie sich bei der Erstellung von freien Bildungsmaterialien an die Zitationspflicht. Orientieren Sie sich beim Remixen, also beim Verarbeiten und Bearbeiten von CC-lizenziertem Material, an der strengsten Lizenz Ihres verwendeten Materials. Für neu erstelltes Material ist die Angabe eines Zitiervorschlags empfehlenswert. Bei der Nutzung von OER gehen Sie wie folgt vor. Suchen Sie nach geeignetem Material. Überlegen Sie sich, wie Sie das Material verwenden möchten, also nutzen, verarbeiten oder sogar bearbeiten. Und wählen Sie schließlich die geeignetste Lizenz. Ich hoffe, damit konnten Sie Ihre Kenntnisse in der Erstellung von OER erweitern und wir sehen uns im nächsten OER-Video. Bis bald!